Mein Name ist Andreas Retschke von der Studienkreis Online-Nachhilfe. Hallo und herzlich willkommen erneut zum Thema Abstand Punkt Ebene. Wir werden heute ein weiteres Verfahren zur Berechnung kennenlernen, nämlich die Lot-Fußpunkt-Methode. Wir schauen uns das Ganze zunächst nochmal in einer Skizze an. Wir haben also eine Ebene gegeben und einen Punkt P, der sich nicht in der Ebene befindet. Wir fällen dann das Lot auf die Ebene und erhalten hier den Lotfußpunkt F. Wir wollen jetzt noch in der Skizze verdeutlichen die Ortsvektoren der Punkte P und F. Und von Interesse für uns ist der Vektor von P nach F, weil die Länge dieses Vektors entspricht ja genau dem Abstand des Punktes von der Ebene. Wir können also notieren, der Vektor PF ist gleich die Differenz der Ortsvektoren von F und P und der Abstand des Punktes P zur Ebene ist der Betrag dieses Vektors. Wir wollen im Folgenden folgende Notation verwenden. Wir gehen aus von einer Ebene in Parameterform mit den Vektoren A als Stützvektor und den Vektoren U und V als Richtungsvektoren und die reellen Parameter sind mit Lambda und μ bezeichnet. Des Weiteren bezeichnen wir den Vektor PF als L-Vektor, den Ortsvektor des Punktes F mit F und den Ortsvektor des Punktes P mit P. Dann gilt, dass Vektor F minus Vektor P, das ist ja genau der Lotvektor, ein Vielfaches, hier mit Eta bezeichnet, eines normalen Vektors der Ebene ist. Und den normalen Vektor können wir zum Beispiel darstellen, als Kreuzprodukt aus den Richtungsvektoren U und V. Natürlich können wir einen normalen Vektor auch berechnen mit Hilfe des Skalarproduktes. Hierzu sei auf die Videos von der Parameter zur Koordinatenform einer Ebene Teil 3 und 4 verwiesen. Wir stellen diese Gleichung jetzt nach F um, denn wir wollen ja den Fußpunkt F berechnen und stellen fest, dass das allein nicht ausreichen wird. Und deswegen notieren wir noch im Folgenden, dass sich der Fußpunkt auch berechnen lässt aus dem Stützvektor der Ebene, den Vielfachen Lambda F und μ F, jeweils multipliziert mit den Richtungsvektoren der Ebene. Ganz klar, weil der Fußpunkt des Lotes liegt ja auch in der Ebene. Geometrisch betrachtet lösen wir also ein Problem der Art Gerade trifft Ebene und unsere Gerade trifft die Ebene natürlich im Fußpunkt F. Ein Beispiel. Sei die Ebene gegeben in der Parameterform durch den Stützvektor 1, 0, 1 und die Richtungsvektoren 2, 0, minus 2 und minus 1, 1, 0 und sei gegeben der Punkt P durch seinen Ortsvektor mit den Koordinateneinträgen 2, minus 1 und 0. Im Schritt 1 ermitteln wir einen normalen Vektor. Das werden wir hier mal mit dem Kreuzprodukt vornehmen. Und wir erhalten einen normalen Vektor der Ebene mit den Koordinateneinträgen 2, 2, 2. Und da dieser normalen Vektor auch gleichzeitig der Richtungsvektor unserer Lotgeraden ist, stellen wir im Schritt 2 die Lotgleichung auf. Und zwar die Menge aller Punkte x mit dem Aufpunkt 2 minus 1, 0 und dem Richtungsvektor 2, 2, 2 ist die Lotgerade. Wir setzen Gerade und Ebene gleich und erhalten folgende Vektorgleichung. Wir haben hier auf der linken Seite unsere Lotgleichung und auf der rechten unseren Lotterm, um exakt zu sein. Und hier auf der rechten Seite die Terme der Ebenengleichung. Und durch Umstellen erhalten wir folgende Gleichung, bei der wir auf der linken Seite alle Vektoren mit einem Parameter davor versammelt haben und auf der rechten Seite die Vektoren ohne Parameter zusammengefasst haben. Ein Hinweis noch an den Stellen hier
Und hier vor Lambda f und μ f sollte nach dem Umform zunächst mal ein Minus stehen. Wir haben aber das Minus in den Vektor hineingezogen. Und deswegen steht hier an der Stelle ein Plus. Das erleichtert uns das Umsetzen in das folgende Gleichungssystem. Weil diese Vektorgleichung, die wir vorliegen haben, ist äquivalent zu einem Gleichungssystem, welches wir hier in der Form einer erweiterten Koeffizientenmatrix dargestellt haben. Dieses Gleichungssystem werden wir jetzt lösen mit Hilfe des Gauss-Verfahrens. Und da haben wir auch schon unsere erste Gauss-Tabelle. Normalerweise würden wir jetzt diese Diagonale verwenden und die Einträge hier darunter auf 0 bringen. Wenn man sich aber die linke Seite genau anschaut, dann sehen wir, wir haben hier bereits eine 0. Wir haben hier in der dritten Spalte Zeile 1 eine 1 und darunter eine minus 1. Sieht alles darauf hin, dass es vielleicht zweckmäßiger ist, diese Diagonale zu nutzen, einfach um den Rechenweg abzukürzen und zu vereinfachen. Und so ist es auch tatsächlich. Wenn wir die erste Zeile und die dritte Zeile übernehmen und die zweite neue als Summe der ersten und zweiten darstellen, erhalten wir das zweite Gauss-Tableau. Und wir schauen hier mal in die zweite Spalte und sehen minus 2 und 2. Super, na bingo, das geht jetzt recht fix. Auch hier wieder einfach addieren. Und wir haben unser finales Gauss-Tableau mit den Zeilen 1, 2 und 3. Aus der Zeile 3 ergibt sich die Gleichung 6 mal Eta ist gleich 1 und damit erhalten wir für Eta gleich 1 Sechstel. Dieses Eta setzen wir jetzt in die Lotgleichung ein und erhalten unseren Fußpunkt mit den Koordinateneinträgen 7 Drittel, minus 2 Drittel und 1 Drittel. Im Schritt 5 ermitteln wir den Lotvektor L, der sich ja darstellt als Differenz aus dem Vektor f minus dem Vektor p. Und für den erhalten wir die Koordinateneinträge 1 Drittel, 1 Drittel, 1 Drittel. Und wenn wir jetzt den Betrag bilden, dann haben wir auch schon unseren Abstand. Schauen wir es uns an. Ja, wir erhalten 1 durch Wurzel 3 bzw. Wurzel 3 Drittel. Am Ende noch ein Hinweis. Wenn wir im Gauss-Verfahren auch Lambda f und μ f berechnet hätten und diese in die Ebenengleichung eingesetzt hätten, dann müssten wir den gleichen Lotfußpunkt errechnen. Ansonsten haben wir uns verrechnet. Und wer das einmal überprüfen möchte, ob es tatsächlich so ist, zur Kontrolle hier die Werte für Lambda f mit 1 Drittel und für μ f mit minus 2 Drittel. Wenn ihr dieses Thema auch einmal persönlich mit einem Nachhilfelehrer besprechen möchtet, dann empfehle ich euch unsere Online-Nachhilfe. Einfach www.online-nachhilfe.de aufrufen und Online-Nachhilfe buchen.